Hi Leute und willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Und genau das werden wir jetzt auch nochmal erkunden. Hier müsste der große Typ mit dem Hammer rumlaufen. Genau, ja. Sind da hier rum, haben uns hier verfolgen lassen, da unten hin. Dann kam die Kirchenglocke und die mussten alle weg. Und zum Schluss kam also ein großer Dicker und ich glaube, der läuft hier auch noch rum. Das heißt... Also er ist alleine reingegangen. Ich habe nichts gemacht. Der Charakter ist von alleine reingegangen. Wo ist er? Das ist ja nicht der, den ich meine. Okay, reicht mir schon wieder. Ich gehe. Das ist nicht der, den ich meine. Ich meine den großen mit dem Hammer und nicht einfach nur so einen wilden. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, Lügner. Sponsor mal Muni. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Also der war es nicht, den ich gesucht habe. Das heißt, der kommt noch. Was bist du? War das Glibberzeug da auch schon vorher? Wie schließt man eine Tür ab, durch die man schon mal durchgegangen ist? Aber die kein Schloss hat von keiner Seite. Hier ist ein Schatz. Als ob. Ich habe das... Die befürchten, dass ich das gleich benutzen muss. Ich habe gleich sehr die Befürchtung, dass ich das benutzen muss. Du wirst das nicht einfach so kriegen und dann damit nichts machen müssen. Was? Ein Stück. Als ob ich jetzt den Granatenwerfer kriege, nachdem ich schon zigmal Munition dafür gefunden habe. Ey, jo. Aber gerne. Kannst du den upgraden? Nein. Schade. Das wäre richtig cool gewesen, wenn du... Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen ein... Danke für... Ne, lass mal.
kann halt immer nur einen Schuss halten. Okay, Crafting. Heilung, haben nur noch einmal. Komm, machen wir uns ein zweites Mal dazu. Pistolenmoni. Okay. Ne, damit bin ich fein. Ja, deine Treue! Das wäre das. Jetzt müssen wir da hinten wieder hin. Gehen wir da außen rum? Ja, gehen wir außen rum, würde ich sagen. Nein, nicht wieder ruckeln. Das hatte ich offscreen. Auf einmal fing das Game an zu laggen. Lief nur noch in 30 FPS. Und andere hatten das wohl auch schon, dass das Game sich einfach sagt, nö, ich höre jetzt auf, in vollen FPS zu laufen. Wie war das jetzt? Jetzt muss ich gucken. Kann man jetzt hier drüber oder nicht? Nee, kann man nicht. Scheiße. Ich hätte jetzt gehofft, dass sich das verändert und man könnte denn doch hier durch. Das sieht ja so aus, als wenn hier so einfach so ein Weg rüber wäre. Doch den anderen Weg nehmen. Hier durch, da rechts. Geradeaus. Durch den Traktor unten durch. So, und dann einmal komplett rum. So, dann rum. Keine Monsterviecher mehr. Nee, okay. Da war der Eingang. Mal schauen, was passiert. Sehr schön bunt auffällig eine Zahl. 27.09.17. Finde ich gut. Aha. Eine Statue und... Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten... Ach guck, hier ist sogar ein Hinweis auf den. Das ist noch nicht alles. Ich hab's gesehen. Aber komm da auch so ran.
Das ist Quarz, kein Kristall, ne? Ja. Keine Ahnung, ob das mehr oder weniger wert ist. Ist noch was. Gibt's hier? Nee, kann man nichts, kann man nichts, kann man nichts. Da ist aber nichts. Oh, hier. Ui. Nice. Okay. Dann ist noch ein Hähnchen auf jeden Fall. Hier lang. Hier. Drüber, hier, hier, darunter. Genau. Wieder weg. Achso, ja, ich hab da hinten aus dem Ding das Puzzlestück rausgeholt. Und das Stück, was da hinten drin war, ist das hier, was ins Grab reingehört. Das könnten wir holen. Also ich bin halt nochmal reingelaufen. Auf einmal kamen wieder so ein paar Zombies, whatever die jetzt sind in diesem Teil. Und da ist halt einer auch da drin aufgestanden und dabei ist das Tor aufgegangen. Das heißt, sie könnten hinten nochmal hinlaufen. Vielleicht. Okay, wir gehen also noch mal gucken. Eigentlich hatte ich ja alles gekillt, was kam. Kommst du her, du warst so... Da sind die letzten zwei Fleisch, die ich brauche für sehr viel Heilung. Wir haben doch vorhin auf die Karte geguckt. War das Viech da angezeigt? Ich glaube nicht, oder? Hier rum. Denn das da. Okay, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle und ich werde mich nicht umdrehen, um herauszufinden, was das ist. Doch, ich mache es natürlich. Ich habe mich leise einmal angehaucht. Hallo? Okay. Das
ist das Viech mit dem Hammer. Was ich eigentlich dachte, dass es unten im Dorf noch rumläuft. Das ist hier. Naja, egal. Gute Nachricht, wir haben noch mal was zum Verkaufen bekommen. Ja, sonst ist hier aber weiter nichts mehr, ne? Nö, ist nichts Neues. Plötzlich da. Und wir haben das Wildfleisch bekommen, das wir jetzt uns mega viel Heilung, also Max Health dazu holen können. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viel das ist, denn das steht ja in den Resident Evil Games nie drauf, wie viel man da bekommt. Beziehungsweise ist da keine RPG-Anzeige. Hey. Aber wir haben einen Kelch. Sehr wertvoll. Und die Statue hinten vom Geigenbauer auch sehr wertvoll. Das ist nice. Stets zu Diensten. Danke, danke. Kochen. Das dritte war das, ne? Die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Danke. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Maximale Gesundheit wurde beträchtlich. Das würde ich auch ein weiteres Mal essen. Hier können wir noch zweimal geringfügig machen. Bewegungsgeschwindigkeit. Dafür brauchen wir irgendwie einen Fisch, den ich nicht habe. Hier müssen wir jetzt alles wieder nochmal holen. Wo ich nicht weiß, wo man das nochmal bekommen sollte. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Du hast nichts Neues. Hör auf zu lügen. Du hast nur meine alten Sachen. Okay. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Okay, ja, ich weiß, du willst mein Stuff. Das und das. Als Aha! Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Okay. Und jetzt. Das haben wir. Hier hinten brauchen wir noch einen anderen Schlüssel. Ja. Okay, wir müssen jetzt hier runter zu der Tür und dem Hühnchen. Oder müssen wir hier hinten hin, wo dieser. Am Fluss unten diese Brücke ist. Nee, also. Der Schlüssel hat auf jeden Fall die Tür hier aufgemacht. Also würde ich sagen, hier lang. Solange, bis mich wieder was anspringt, was mich fressen will. Hier war irgendwo eine Tür, ne? Genau. Oh, können wir da das. Nein. Kann man nicht. Okay. Wir brauchen irgendwie einen Gegenstand, der uns fehlt. Hier sind wir. Haben wir. Nee, der wird nicht im Startdings sein. Zeremonieplatz. Das ist das Podest, ja.
Hier hinten durch waren wir eben und haben das geholt. Weinberg. Wo ist der Kaufmann? Wird da schon angezeigt. Okay. Sechs Flügelschlüssel. Kommen wir nicht hin. Uns fehlt ein Gegenstand, um das Tor aufzumachen. Hier hinten scheinen wir noch weiter zu kommen. Das heißt, das ignorieren wir erstmal. Gucken. Fluss runter. Kommen ohne gefressen zu werden. Hier ist auf jeden Fall diese komische Glibber. Da weiß ich nicht, ob die vorher schon mal da war. Ich hab doch gesagt, ohne gefressen zu werden. Spiel, hörst du mich nicht? Ohne gefressen zu werden, Spiel. Ah ne, hier waren wir auch schon mal drin, ne? Ja. Ich glaube, dass wir hier schon mal... Hier ist, die hören auf jeden Fall hier schon mal Radio. Ja doch, hier waren wir schon mal. Das ist auch nur der Durchgang, genau. Okay, ich hoffe, dass das hier hinten ist, weil wir sollen ja zu ihm hin. Das Einzige, was hier runter geht, ist das Ding. Okay, wir kriegen das. Wenn es blutig rausspritzt, dann bekommt man es mit dem Messer weg. Ja, ich weiß nicht, ob ich weitergehen möchte als bis hier. Okay, hier sind wir richtig. Zur Windmühle sollten wir ja. Ich habe noch mehr Tiere gefunden, die ich essen kann. Okay. Jo, dann werden wir hier an der Windmühle im nächsten Part weitermachen. Ciao, Leute.